Heute mal nicht aus dem Auto, sondern aus meinem Lager. Die Mimi und ich sind gerade beim Zusammenräumen. Ich habe mir vorgenommen, mehr so One-Take-Videos zu machen, weil es einfach lässig ist in meinen Augen. Ich habe unter dem gestrigen Video, warum Ehrlichkeit ein Arschloch ist, einige Kommentare bekommen, wie ich trotzdem so positiv sein kann. Und es ist für mich eine ganz einfache Antwort. Und zwar, ich glaube, jeder kennt das. Man sammelt über eine gewisse Zeit gewisse Energien, ob es jetzt positive oder negative sind, ob es jetzt Ärger, Frust, sonstiges ist, das staut sich alles auf. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man es abladen muss. Ich war halt die Person, an der es abgeladen wurde. Und ich sehe das aber nicht persönlich. Also mich ärgert das zwar in dem Moment und ich finde das in dem Moment auch richtig scheiße. Aber im Nachhinein denke ich mir dann, ja. Vielleicht bin ich auch manchmal so. Vielleicht lade ich auch manchmal meinen Frust und meinen Ärger bei Menschen ab, die es eigentlich gar nicht verdient haben. Und deswegen würde mich interessieren, wie geht's ihr mit solchen Situationen um? Schreibt es mir das heute in die Kommentare, würde mich mega interessieren. Es freut mich übrigens total, dass es so interaktiv ist. Also ich habe nicht geglaubt, dass dieses Video von gestern solche Kreise zieht. Und ich werde mich wirklich wieder auf das Wesentliche konzentrieren bei meinen Videos und die auch mit meiner Firmencommunity teilen. Und deswegen freue ich mich auf die Zukunft. Wenn Sie mehr von diesen Videos sehen wollt, klickt auf den Abonnieren-Button, der ist unter diesem Video. Nebenbei ist eine Glocke, da könnt ihr, da kriegt ihr eine Push-Benachrichtigung, das ist so, dann seht ihr, wenn ein neues Video da ist. Oder ihr liked meine Facebook-Seiten und dann seid ihr immer up to date. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Ich hab's ganz bestimmt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!